Hallo, Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder drauf geklickt hast. Ich bin in Berlin unterwegs, denn diese Woche ist der InReach-Kongress, der Kongress für Influencer in Deutschland. Und ich bin geladen und deswegen bin ich auch gleich eine ganze Woche hier, treffe mich mit ein paar coolen Leuten und ihr seid natürlich mit dabei. Natürlich gehört natürlich auch in Berlin ein Shopping-Trip über den Kudamm. Deswegen schauen wir mal, was es Neues gibt. Ist natürlich jetzt nicht gerade so die Fashion-Zeit, weil gerade Kollektionswechsel ist, aber Kleinigkeit finden muss ich sicher. Die Qual der Wahl halt fällt der Entscheidung einfach zu schwer. Seid gespannt, was es wird. So, mein Outfit für Freitag ist hier in der Tasche. Was Schönes bei Gucci gefunden. Ihr zeigt es natürlich nachher im Video, wenn ich es anhabe. Und jetzt gehen wir noch eine kleine Runde. Mal noch einfach den Kudamm rauf und runter. Dann gleich mit dem Shuttle zum Influencer-Dinner geht. Das ist sozusagen das Dinner, bevor es dann morgen auf dem Kongress weitergeht. Das wollen wir uns alle kennenlernen. Trinke ich erstmal hier noch gemütlich einen Gin Tonic. Und jetzt geht es dann gleich mit dem Shuttle direkt in die Location. Das ist ein Club. Da ist dann um 20 Uhr sozusagen die Begrüßung. Und dann gibt es noch so ein bisschen Networking-Vortrag. Ich bin sehr, sehr gespannt, wen ich alles treffe, ob ich jemanden kenne, ob jemand von meinen Followern auch ein YouTuber oder ein Influencer ist. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich jetzt schon. Der Pre-Abend ist jetzt zu Ende. Ihr seht hinter mir den Club. Der macht jetzt gleich auf. Es ist kurz vor 11 und eigentlich will ich bleiben, aber wenn der DJ gleich auflegt und die ganzen Partygäste kommen, kenne ich mich, bin ich dann um 2 Uhr morgens immer noch da. Deswegen gehe ich jetzt schon, damit ich morgen beim Kongress in der Früh um 9 fit bin. In diesem Sinne vorbildlich pünktlich nach Hause. Wir sehen uns morgen wieder. Good morning in the morning. Nachdem ich es jetzt lecker gefrühstückt habe hier im Titanic Hotel, geht es auch gleich weiter zur InReach. Ich freue mich schon, habe gestern sehr, sehr coole Kollegen kennengelernt und wir starten jetzt dann auch gleich mit den ersten coolen Speakern. Ich freue mich schon richtig und bin auch gespannt, was ich von dem Tag heute alles mitnehme. Aber ihr seid natürlich wieder mit dabei und natürlich auch auf Instagram in den Insta-Stories. Förmchen zu bauen, ein paar Sandschlösschen aufzubauen und wenn mir nicht gefallen, dann reiße ich halt ein und baue an einer anderen Stelle das Neues auf. Also sowas wie formatieren, finde ich so ganz furchtbar. Also regelmäßig, wöchentlich ein Format haben zu müssen, jeden Samstag um 20 Uhr, das ist halt Gift für Kreativität und auch irgendwann Gift für die Zuschauerschaft, weil die wissen, da kommt am Ende nur noch Scheiße bei rum. Vor allen Dingen, wenn man alleine ist. Wenn es jetzt ein großes redaktionelles Team ist, ist was anderes, aber es gehört auch dazu. Ich mache es seit jeher alleine. Die Zielgruppe, die wir da ansprechen, sind klar Beauty-Junkies, nennen wir das noch ein bisschen extremer als normale Make-up-Fans, sondern wirklich verrückt, Beauty-verrückt. Und die Glow by DM, es zeigt ganz gut, welchen Stellenwert auch Influencer-Marketing oder Influencer-Relations, das Wort fand ich ehrlich gesagt sehr, sehr schön, für uns auch bedeutet im Unternehmen und wie wichtig wir sind. So, die erste Halbzeit ist vorbei, jetzt ist gerade Mittagspause, hinter mir seht ihr die Location, es ist voll. Schon ein hammergeiler halber Tagesrunde mit tollen Vorträgen von wie zum Beispiel Walt Disney, DM, super, super interessant, auch Visit Berlin. Hab schon viel mitgenommen, aber das Fazit bekommt ihr natürlich am Ende des Tages erst. Ich gehe jetzt erstmal was essen und hier gibt es Kaffeelimonade und ich mag gar keinen Kaffee, aber das ist Energy und schmeckt gar nicht nach Kaffee. Also eigentlich die perfekte Kaffeelimonade, die nach Limo, nicht nach Limo schmeckt. Es ist alles sehr authentisch rüberkommt. Also das war mir immer das Allerwichtigste, dass ich meinen Leuten auch zeige, hey, hier bin ich. Ich habe nicht nur Instagram und zeige diese Firma, was für Schuhe ich trage, sondern dass ich auch als Person wirke. Und ich glaube, das ist halt auch das, was meine Community so an mir schätzt. Ich bekomme auch sehr viele Nachrichten, dass es alles sehr persönlich ist. Und so, nach einem langen Tag jetzt auf dem Kongress bin ich jetzt wieder zurück im Hotel. Und bin richtig kaputt. Das war mega, mega viel Input. Super coole Speaker waren da. Ich fand es total interessant, wie Disney, aber auch Sixt an die Sache rangehen.
Ich hoffe, dass ich da tatsächlich auch vielleicht das eine oder andere in den Anschluss finde, obwohl ich noch sehr, sehr klein bin. Also weiter liken, abonnieren, teilen, weil es ist echt so cool, was da alles mit den ganz Großen gemacht werden kann und gemacht wird. Und es ist natürlich auch schön zu sehen, aber natürlich auch ein bisschen traurig, weil ich noch nicht so groß bin. Wir hoffen das Beste einfach. Mit ganz, ganz, ganz vielen Ideen, neuen Kontakten und so bin ich jetzt nach Hause gekommen und ich hoffe, du hast in der Insta-Story ganz, ganz, ganz viel mitgeguckt. Weil hier im Video wäre es einfach viel zu viel sonst und ich werde jetzt halt noch gemütlich was essen hier im Hotel und dann brauche ich ehrlich gesagt ab ins Bett, bisschen Fernsehen und muss ein bisschen runterkommen und schlafen, glaube ich auch, weil es ging heute echt super früh los. So, nach einem ganz entspannten Tag nach der Konferenz jetzt in Berlin und es ist immer noch draußen ganz diesig und es regnet, habe ich mich entschieden, nämlich in den Bademantel zu werfen und in den Spa zu gehen, ein bisschen schwimmen, Dampfbad, ein bisschen Sauna. Das Spa hier in dem Hotel ist sehr schön und sehr groß. Ich habe da schon mal reingeguckt und in diesem Sinne, wir sehen uns danach wieder. Ich habe mal wieder gepackt. Und damit geht es für mich auch wieder zurück nach München. Meine Woche in Berlin war der Hammer. Ihr habt ein bisschen was mitbekommen. Die InReach war auf jeden Fall sehenswert. Super viele Kontakte mitgenommen. Tolle Ideen. Also war wirklich ein Besuch wert. Berlin ja immer ein Besuch wert. Meine Shoppingtour hat Spaß gemacht. Und natürlich auch das Hotel hier ist einfach super. Für mich ist es genau richtig gelegen. Ich habe irgendwie für alles, wo ich hin musste, nur 10, 15 Minuten gebraucht. Das Parken im Haus war sehr gut, weil viele Parkplätze frei waren. Und auch das Spa ist schön. Beachten sollte man, dass das Spa auch extern für externe Besucher geöffnet ist. Das heißt, es ist mehr los als sonst in üblichen Spas vom Hotels. Aber dafür gibt es viele Restaurants hier auch, also auch in Fußweite ganz viel Auswahl. Also ich finde, das Titanic hier in der Chausseestraße ist der Hammer. Moderne Zimmer, tolles Team, gute Küche, großes Frühstücksbuffet, sogar ein eigenes Frühstücksrestaurant. Also ich finde es klasse hier. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen hoch da, noch viel, viel besser hier draufklicken und abonnieren. Ihr wisst, Support ist kein Mord. Und dort oben habe ich ein Video, was euch gefallen könnte. Klickt mal durch und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Monaco Deluxe.